Ja, guten Morgen aus Sinsheim. Und das ist jetzt der Hammer. Also ich hätte nicht damit gerechnet, so ein Schreiben zu bekommen nach dem letzten Video, in dem ich darauf hingewiesen habe, dass es doch wohl sinnvoll sei, die Toten zu untersuchen, um herauszufinden, wer von denen an Corona gestorben ist oder nicht. Ich lese Ihnen dieses Schreiben im Original vor. Das Einzige, was ich weglasse, ist der Absender, weil derjenige ist Professor in einer pathologischen Institut und er möchte es nicht, dass er genannt wird. Ich habe es allerdings hier und ich kann das Ganze beweisen und belegen. Autopsien bei Corona, das Robert-Koch-Institut rät ab. Sehr geehrter Herr Kollege Schiffmann, als Facharzt für Pathologie und Neuropathologie teile ich Ihre Ausführungen zum Thema Autopsie bei Corona-Patienten voll und ganz. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass sich das Robert-Koch-Institut aus Gründen des Infektionsschutzes gegen Obduktionen ausspricht. Zitat: Eine innere Leichenschau, Autopsien oder andere aerosolproduzierende Maßnahmen sollten vermieden werden. Sind diese notwendig, sollten diese auf ein Minimum beschränkt werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Bisher war es für Pathologen selbstverständlich, mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, auch bei infektiösen Erkrankungen wie HIV, AIDS, Hepatitis, Tuberkulose, Prion-Erkrankungen und so weiter zu obduzieren. Es ist schon bemerkenswert, dass bei einer Seuche, die über den ganzen Globus hinweg Tausende von Patienten dahinrafft und die Wirtschaft ganzer Länder nahezu zum Stillstand bringt, nur äußerst spärliche Obduktionsbefunde, Klammer auf, 6 Patienten aus China, Klammer zu, vorliegen, siehe Quelle unten. Sowohl aus seuchenpolizeilicher als auch aus wissenschaftlicher Sicht sollten jedoch ein besonders großes öffentliches Interesse an Obduktionsbefunden bestehen. Das Gegenteil ist der Fall. Hat man Angst davor, die wahren Todesursachen der positiv getesteten Verstorbenen zu erfahren, könnte es sein, dass die Zahlen der Corona-Toten dann dahinschmelzen würden wie Schnee in der Frühlingssonne. Minimale bzw. begrenzte Autopsien, wie sie das Robert-Koch-Institut empfiehlt, sind übrigens immer problematisch, weil man in der Regel nur das findet, was man sucht. Wesentliche unerwartete Befunde aber oft unentdeckt bleiben. Quellen zu den beiden chinesischen Veröffentlichungen anbei. Vielen Dank für die großartige Aufklärungsarbeit. Ich bewundere Ihren Mut. Ich bitte darum, dass die Öffentlichkeit entsprechend dieses Schreiben auf sich wirken lässt. Wir brauchen Ergebnisse. Wir haben Tote. Wir wissen nicht, wie schwerwiegend eine Erkrankung ist. Wenn wir diese Toten obduzieren, wissen wir in nicht mal einer Woche, woran sie gestorben sind. Wir haben genug pathologische Institute und Experten. Das sollte auch nicht in einem Institut passieren, sondern jeweils in den Bundesländern von gerichtsmedizinischen Instituten und pathologischen Instituten. Dann können wir noch, vielleicht sogar noch vor Ostern, Auferstehung feiern. Vielen Dank.